Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Beziehungsweise ist heute natürlich wieder Raid am Mittwoch, am Donnerstag, da gestern der neue Raid-Boss kam, Viridium, obwohl der auch nicht ganz so neu ist, der war ja schon mal da, aber mittlerweile als Shiny verfügbar. Eigentlich wollte ich die Sendung auch schon längst aufgenommen haben, aber ich habe jetzt stundenlang mit Sabrina geschrieben und ja, telefoniert nicht, aber geredet, sag was trotzdem, weil so... Die ist nämlich ein richtig guter Mensch. Grüße gehen raus an Sabrina. Die hat mir nämlich noch ein paar Tipps gegeben, mir ein bisschen unter die Arme gegriffen. Ne? Deswegen habe ich auch so ein schickes Hemd an. Aber egal, Grüße gehen raus an Sabrina spielt. Checkt natürlich wieder ihre Videos ab. Geht mal bei ihrem Kanal vorbei. Und wir fangen jetzt natürlich direkt an mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche beim Dennis Weigel. Und das ist jetzt ganz offiziell, das sind Brüder... Tobias und Dennis, die Weigels, ne? Wir haben uns nämlich die ganze Zeit gewundert. Aber sind Brüder, ist bestätigt, alles gut, alles wunderbar. Ist nicht Fake-Account, zweiter Account und schickt dann 20 Mal das Gleiche. Ist alles super, läuft wunderbar. Der hat hier nämlich einen Shiny Magnetilo bekommen. Wahrscheinlich aus der Magnetilo Spotlight-Stunde, die ja war letzte Woche. Diese Woche war ja Sonnenkern dran, da haben wir bestimmt auch noch ein paar Bilder dabei. Dann der Codebrot hat ja einen 100% Drassler, Krypto-Drassler erlöst. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Der Sören, das Beste kommt nach dem Feierabend-Bierchen mit einem Shiny-Chanera, vorbelastet, endlich mal ein Shiny-Miraplar. Ist ja auch durch eine Safari eingeführt worden, glaube ich zumindest. Noch, genau, gab es dann weltweit und manche bekommen die dann sofort, manche die brauchen dann ewig, aber jeder freut sich natürlich, wenn das, was er gesucht hat, endlich im Kasten ist. Bockwurst King, wir wissen es ja, der 98er King, geht halt keinen Tag ohne ein 98er Snubbull, sicherlich aus dem Snubbull begrenzte Forschungstag. Dennis Weigel mit einem Shiny Lapras, dann haben wir hier wieder einen richtig fetten Spot gesichtet, beziehungsweise ist das Bild wieder in der Gruppe aufgetaucht. Ich habe es mal gescreent für die Spoofer unter euch. Stehen hier wieder mal die Koordinaten dabei, da könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr viele Pokestops sucht, vielleicht sind die ja rund um die Uhr geboostet, man weiß es nicht. Der da ist, die Woche ist echt verrückt, hat hier ein Shiny Senko gefangen. Bei dem steht natürlich wieder alles auf Englisch, weil der ja ein iPhone hat und angeblich, wenn man das auf Englisch stellt, dann ist dieser Raid-Bug nicht da. Ich habe gestern gemerkt, dass bei 8 Handys, wo wir geraidet haben, der Bug einfach auf jedem drauf war, egal ob es iPhone oder Android war. Entweder ist Android jetzt auch verseucht oder keine Ahnung. Ich musste aber auf jeden Fall ist der Kampf nicht beendet worden. Ich musste bei jedem dann die App neu starten, nochmal drauf, dass ich das Pokémon überhaupt fangen kann und sich der Raid-Boss zusammenschrumpft. Normalerweise macht es das immer von alleine, hat er aber nicht mehr stattgefunden. Stefan Landei hat uns noch ein Bild geschickt von Instinct Power. 100.000 Arena-Stunden, also verteidigte Arenen. Wie viel habt ihr bei der Medaille stehen? Schreibt es mal rein, beziehungsweise sind das ja 100.005, ne? Das ist ja noch brutaler. Bockwurst King, Shiny ist da, fehlt nur das 98%ige heute noch. Der fängt nämlich jeden Tag ein 98er und ein Shiny. Also so sieht es zumindest aus. Und dann, so geht es natürlich auch, ein 0%. Wenn man schon kein 98er hat, dann nimmt man eben noch einen Nuller mit, also ein Shiny Bisasam und ein Nuller Bisasam. K-Joker mit einem 100% Xatu, auch sehr cool. Der da ist, ich habe echt keine Ahnung mehr. Und das alles auf dem Haupt, ein Shiny Dummiesel. Ihr seht natürlich wieder Englisch eingestellt. Bockwurst King mit seinem Shiny Panzereron. Plus einem 98er Blutzug, da haben wir es also wieder, ein Shiny und ein 98er, der bleibt seiner Linie treu, vorbelastet mit einem wilden Despotar, das ist auf jeden Fall sehr cool. Ich habe erst gedacht, das ist der Buddy, aber der hat ja einen Knackrack als Buddy drin, ihr seht hier trotzdem ein Despotar neben der Arena, nimmt man gerne mal mit. Bockwurst King Nummer 3 heute, wieder ein Shiny dabei, Shiny Skorgler und sogar ein 100%, nämlich ein Lanturn. Nimmt man auch mit als 100er. Bockwurst King, auch noch hier Shiny Snubbull, 98er Snubbull, noch ein Shiny Snubbull, noch ein 98er Snubbull. Also der wechselt sich wirklich immer ab. Ihr seht auch, einmal ist der Angriffswert 14, einmal ist der KP-Wert 14, aber Hauptsache immer ein 98er.
gestern das Kramurks bekommen und heute 3 Snubbull und habe so circa 50 Snubbull-Checks gemacht. Der vorbelastet also, bei dem ist die Forschung mit Snubbull auch gut gelaufen, hat sich 3 Shinies gegönnt. Pupsi hat ihre Philadelphia Safari gespielt, hat sich dann Shiny Voltoball gegönnt. Habt ihr schon einen Voltoball bekommen? Nach der Safari ist ja weltweit draußen, könnt ihr über bestimmte Aufgaben bekommen. Momentan spawnen die ja nicht, eben durch die Nostalgie der Johto-Forschung. Ist gerade eine Mücke mir direkt zwischen die Augen geflogen. Dann hier auch Kate Joker nochmal 100% Snubbull, Bockwurst King 100% Snubbull, Dani Sahne 100% Endivie, die Heige von jedem eins nach gefühlten 200 Versuchen, ein Shiny Snubbull, ein 100er Snubbull, Bockwurst King noch ein Shiny Snubbull, obwohl das sieht so ähnlich aus wie das von vorhin, von den Werten zumindest. Vielleicht ist es auch doppelt. Ihr seht also, der Snubbull-Tag kam, glaube ich, trotzdem recht gut an. Viele haben den gespielt und viele haben auch eine gute Ausbeute mitgenommen. Bockwurst King, Shiny Griffel, sogar der Geitsch mit einem Shiny Snubbull, der spielt ja noch nicht so lange, ist ja durch meine Videos darauf aufmerksam geworden, auf die App hat er gemeint, hat dann angefangen, weil das immer so gängig aussah, wenn ich das gezockt habe, auch mit einem Shiny Snubbull. Kate Joker, die 2 gab es auch noch und die 2 gab es auch noch, gute Ausbeute. Auch noch ein Shiny Snubbull und ein Shiny Kanimani, Sören, Shiny Snubbull, plus Shiny Giratina, Julchen auch mit einem Shiny Giratina, die hat mir 1000 Sachen geschickt, die aber alle von einem Zweithandy abfotografiert waren und da waren die Lichtverhältnisse so schlimm, dass ich jetzt die nicht alle mit reingenommen habe, aber das Teddy Ursa habe ich mit reingenommen. Das fand ich nämlich cool, weil das was Besonderes ist, auch von ihr, Teddy Ursa. Die hatte natürlich auch die anderen Sachen noch, Shiny Panzer Aeron, Shiny Dummiesel, glaube ich, Shiny alles Mögliche auf jeden Fall. Sah aber nicht so schön aus in der Darstellung, deswegen habe ich die dann weggelassen. Bockwurst King hier, da gab es bestimmt Ehekrise. Ihr seht nämlich schon, die 2 Pikas drehen sich den Rücken zu gegenseitig und reden nicht mehr miteinander. Bockwurst King auch nochmal, 98er Macholo, Frank Bären mit einem Shiny Lampi. Auch sehr coole Sache, dann bin ich mit dem Hackepeter aufgestiegen zu beste Freunde, hat er gesagt, mach einfach auf, wann du willst, die EP sind mir sowas von egal, habe ich dann also auch so gemacht. Gerade aus dem 7er Ei bekommen, beim Kenny ein Shiny Schlurp, Bockwurst King, 100% Hopspross, Bockwurst King, wie soll es auch anders sein, 98er Quiegel, dann der Tobi, Haters will say it's Photoshop, ihr seht hier ein Zapdos, ne? Kein Shiny Zapdos, sondern ein normales Zapdos, etwas klein geraten. Man könnte denken, es ist ein Taubsi, aber es ist ein Zapdos in der Special Edition. Noch ein 98er vom Bockwurst King, ein Shiny Dummiesel vom Bob's Rob, plus ein 100% Shiny Dummiesel vom Vorbelastet. Also das hätte eigentlich der Schocker der Woche sein müssen. Aber wir haben natürlich noch was Brutaleres rausgekramt. Trotzdem Glückwunsch. Das ist ja fast so krass wie das 100% Shiny Snubbull am Snubbull-Tag. Aber das habe ja nicht nur ich bekommen, das hat der Gabriel, glaube ich, auch gehabt. Deswegen, das gab es zweimal, ist also nichts Besonderes mehr. Dummiesel 100% Shiny habe ich bis jetzt hier nur einmal gesehen. Kate Joker nochmal mit einem schönen Bild, was uns zeigt, warum Pikachu die ganze Zeit verschiedene Mützen aufhat. Das hat einfach die ganzen Pokémon enthauptet und setzt sich von jedem das Skalp auf, sozusagen. Sören hier nochmal 2 Shiny Giratina mitgenommen. Da noch eins auf dem kleinen Account. Jetzt habe ich voll aufs Handy gerotzt. Gerade gefangen, während ich deinen Stream gucke. Nochmal beim Geitsch am Montagabend, 20.13 Uhr, einen Shiny Vollriegel mitgenommen. Pokécron Alpha, Shiny Ho-Oh wäre besser gewesen. Hat hier einen Shiny Skorgler, ein 100% Granbull für die Superliga mit 14,94. Dann der Stefan Landei ein Bild geschickt, der hat einfach 3001 Pokémon, obwohl ihr ja nur 3000 auf der Hand haben könnt. Vielleicht haben sich da 2 Eier überschnitten, dass eins aufging, man gedreht hat, das Go Plus aber gleichzeitig auch was eingesackt hat. Manchmal hat man ja 10 statt 9 Eier im Beutel und jedes Ei zählt natürlich auch als Pokémon-Platz. So kann es, denke ich mal, sein, dass ihr 3001 erreichen können. Ich weiß nicht, wie er sonst gemacht haben soll oder ob das direkt jetzt von ihm ist. Auf jeden Fall eins mehr als überhaupt erlaubt. Nimmt man gerne mal so hin. Letzter, endlich Stefan Landei auch mit einem Shiny Shinox mit gelber Beere. Dem hat also noch eins gefehlt zur Familie, denke ich mal.
Julchen, Veilchen nochmal endlich gejagt, Side Release, Shiny Yanma, Flex Strom, das ist ein Shiny, nein, das ist ein Krypto Entei, was er erlösen kann, aber trotzdem kein 100er wird. Es dürfte nach dem Erlösen also ein 98er sein, weil der KP-Wert dann nur auf 14 ist statt 15. Ist aber trotzdem eine gute Sache. Normalerweise nehme ich ja keine 98er rein, außer vom Bockwurst King. Aber wenn der Flexstrom mir das schon so schickt und das trotzdem ein Entei ist, ein erlöstes dann mit 98, jetzt auch relativ gute Werte hat, haben wir das trotzdem mit reingenommen. Vorbelastet, vorher noch ein Panzer Aeron, der hat uns hier also aus der Sonnenkern-Spotlight-Stunde zwei Sonnenkern mitgenommen. Kotbrot, was einen so alles besucht, mit einem Shiny Pikachu mit einer Tara-Mütze. Und so eins könnt ihr ja auch gewinnen, gab es ja das Gewinnspiel am Dienstag. Also das Video dazu und die Auslosung wird am Montag also im Livestream stattfinden, wieder ab 20 Uhr. Ihr könnt natürlich immer noch mitmachen, schaut dazu einfach das Video vom Dienstag an. Den hier aus einem normalen Tausch, besser könnte es heute nicht laufen. Ein Impergador Shiny Lucky mit genau 2500, den hat er glaube ich da hoch gepusht. Bockwurst King, Shiny Sonnenkern, Dragonite, Shiggy 100%, Kanimani 100%, Shiny Feuriegel, Shiny Snubbull, noch ein Shiny Snubbull, noch ein Shiny Pikachu mit Nachtara-Mütze, ein Shiny Smogon und ein getauschtes Shiny Sandama. Fehlt ihm aber leider noch die Vorentwicklung, glaube ich. Plus ein Shiny Dummiesel auch noch, habe ich selber jetzt noch nicht. Aber dafür Pikachu, Dummiesel, muss ich noch gucken, zur Not wieder tauschen, ne? Dafür gibt es ja die Tauschfunktion. Und ein 89er, ja, 89, 10, 15, 15, noch ein 89er Shiny Click, auch beim Dragonite, ihr seht, der hat hier einen ganzen Batzen reingeschmissen, der ist immer noch nicht fertig, Shiny Griffel kommt noch hinterher, Andreas Erdl dann hier, 100% Onyx, Shiny Panzer Aeron, Shiny Kanimani, Shiny Snubbull, Shiny Sonnenkern. Beschweren kann man sich da eher weniger. Genau, da wechseln wir dann wieder zum Dennis Weigel. Auch mit Shiny Sonnenkern. Plus Another One, Shiny Panzer Aeron. 100% Snubbull, Shiny Sonnenkern und jetzt Tobias Weigel. Boah, immer die ganzen Namen und Zahlen und ihr seht, Raider Mittwoch geht so an die Konsistenz, an die Existenz, Konsistenz, wie auch immer. Auch Tobias Weigel hier, Shiny Sonnenkern mitgenommen. Da Groh hat uns dann gezeigt, mittlerweile hat er also sein Meistergrief, sein 100% Lucky Meistergrief gemaxt auf 3337. Das ist natürlich eine coole Sache. War ja beim letzten Video, hatte ich das ja nicht gemaxt gezeigt. Hab gesagt, ob er das schon gemaxt hat, hat er uns ja also bewiesen. 100% Voldoball hat er hier noch mitgenommen. Ein 96%iges Krypto-Sandan, was er zu einem 100er erlösen kann, nimmt man auch mit. Und ein 100%iges Glücks-Maschok, was er jetzt, weil es ja glücklich ist und deshalb ja getauscht wurde, kostenlos zu einem Machomai entwickeln kann. Ist auch schon am Max-Level, wie es aussieht. Wunderbar. Dann hat er hier noch ein 100% Panflam, 100% Noctu, 100% Funfi, der Juri mit einem Shiny Dummiesel, einem 100% Snubbull, einem Shiny Skorgler, Shiny Panzer Aeron, Shiny Ho-Oh aus der Johto Nostalgie. Hups, sie hat sogar auch eins bekommen. Die hat auch ihre Aufgabe fertig gemacht, hat abends ihr Ho-Oh abgeholt und es war bei ihr auch Shiny. Hat mir aber kein Bild davon geschickt. Ich weiß es aber, ich saß ja daneben, deswegen. Ich habe ja ein 96er Ho-Oh bekommen, das war auch cool. Juri nochmal Skorgler dabei, noch ein Shiny Dummiesel, Benjamin Engel, Shiny Panzer Aeron, Hannes Red Devil Black mit dem Shiny Pikachu mit Mütze. Also die sind trotzdem relativ häufig rausgegangen, wenn man das so sieht. Plus auch beim Hannes Shiny Dummiesel, Shiny Lucky, Traunfugil mit 91%, ein Macho Mai für die Superliga mit 2423, nicht die Superliga, sondern die Hyperliga natürlich, auch beim Hannes Shiny Macho Mai hier. Und hier der Gabriel Taichi, also der Krypto Saphir mit einem 100% Snubbull und einem 100% Shiny Snubbull und genau das gleiche hatte ich auch beim Snubbull Forschungstag, deswegen kein Schocker der Woche, denn wir haben das ja beide gehabt. Hier der Leonard, habe ich aus dem Raid bekommen. Super,
Ich glaube, das habe ich vergessen zu löschen, oder? Nee, das kommt hier hinten noch. Passt, Leonard. Habe ich aus dem Raid bekommen, ein 100% Despodar mit 2410. Auch sehr coole Sache, nimmt man natürlich gerne mit. Da geht man auf Nummer sicher mit der goldenen Beere. Ansonsten kann man ja immer die gelben nehmen, gleich für 20 Bonbons, so mache ich es immer. Dann der Maurice. Der hat uns hier sein HO geschickt. Das ist zwar jetzt kein sonderlich gutes, deswegen normal hätte ich das gar nicht mit reingenommen. Aber der war mir so sympathisch, deswegen habe ich es trotzdem mit rein, weil er auch hier noch reingeschrieben hat. Hoffe, dass andere wenigstens eine Shiny haben. Andere, ne? Und Shiny mit der 2N auf jeden Fall. Aber egal. Er hat den anderen viel Glück gewünscht. Andere haben ja einen Shiny bekommen. Er hat ja auch noch einen Shiny Shinox mit rein. Und das letzte Bild jetzt von den Highlights. Der hat sogar einen Ramses gefangen. Ein Ramses mit 4000 WP. Das sieht doch mal richtig genial aus, oder? Das war's von Maurice. Jetzt kommen wir natürlich noch zum Schocker der Woche. Und den Schocker der Woche seht ihr hier, lasst einfach mal kurz auf euch wirken, was das ist. Der Name steht ja da, der Name ist auch so geschrieben, dass man die IV erkennt, die Bewertung ist aber trotzdem gleichzeitig auch da. Ihr seht die Farbe, ihr seht das Funkeln, das kommt nämlich vom God Hits YouTube. Erlöstes 100% Shiny Metagross. Da das aber wieder so dumm geschickt wurde bei Instagram, dass man das Bild einfach nicht sieht, musste ich es natürlich nochmal groß machen. Und da das der Schocker ist, habe ich es ja sowieso groß gemacht. Das ist also eine richtig geniale Sache. Ihr wisst ja, müsst ihr Team Go Rocket Bosse besiegen. Dann könnt ihr bei einem also einen Tunnel bekommen. Wenn ihr Glück habt, ist das Tunnel vielleicht sogar Shiny. Wenn ihr Glück habt, hat das Shiny vielleicht sogar gute IV. Aber wenn ihr richtig mega krass viel Glück habt, dann kriegt ihr einfach mal ein 100% erlöstes Shiny Metagross mit 100%. Ja, das sind einfach zweimal 100%. 200% erlöstes Shiny Metagross und das auch noch. Es ist günstig jetzt also zum Hochziehen, zum Pushen, zum was weiß ich noch alles machen. Es ist gut für verschiedene Ligen, für verschiedene Raids. Es ist gut, es hat super Attacken. Es ist ein resistentes, astreines Pokémon, was als Shiny einfach so mega aussieht. Also das auf jeden Fall der Schocker der Woche. 100% erlöstes Shiny Metagross von God Hits YouTube. Das war's jetzt aber von meiner Seite aus. Das waren die Highlights der Woche. Das war der Schocker der Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich glaube, nächste Woche ist es wieder am Donnerstag, da am Mittwoch ja dann Terrakium zurückkommt und das ja dann auch shiny sein kann. Da machen wir am Mittwoch nämlich dann wieder Raids und Donnerstag dann Raid am Mittwoch am Donnerstag. Ihr wisst Bescheid. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.